So, hallo, ich begrüße euch zu einem vermutlich wirklich kurzen Video. Je nachdem, wie lang das Level ist, kann es auch ein langes Video werden. Aber vermutlich wird es eher ein kurzes Video. Und zwar hat mir der liebe Nydave das Level geschickt, mit dem er beim OLDC jetzt mitgemacht hat, so wie es Sariel auch vorher gemacht hat. Als der gesehen hat, Sariel hat ein Level, hat er gedacht, okay, ich zeige mein Level auch. Deswegen gucken wir uns das jetzt auch an. Und gleich für morgen kleine, also sollte ich dazu kommen, kleine Preview. Der ist auch gerade wieder am Basteln eines eigenen Hacks. Hat davon jetzt eine 7-Level-Demo. Ich glaube, es waren 7 Level. Die werden wir uns auch noch anschauen in den nächsten Tagen. Also entweder wenn morgen, wenn ich schaffe, schnell genug aufzunehmen. Ansonsten, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal sein OLDC-Level. Es heißt Old Sentry All the Way Up. Zumindest lese ich das. Schauen wir mal rein. Ihr wisst, es darf keine Custom Music vorkommen. Na, es muss alles erstens Vanilla sein und zweitens auch Original. Das heißt, Vanilla darf nicht so verändert werden, wie es nicht im Original wäre. Es ist ein Original Level Design Contest. Deswegen nicht wundern, es ist alles klassisch. So wie die Textbox. All the way. Achso, es heißt nur All the Way Up. Oh! Habt ihr es gemerkt? Es ist der OLDC Entry und das Level heißt All the Way Up. Gut. Oh, ich hätte mich böse blamiert, wenn ich den Videotitel Old Sentry All the Way Up genannt hätte. Schön. Schön. Haben wir das. Haben wir das auch dann geklärt? Old Sentry, all the way up. Oh mein Gott, zum Glück bin ich kein großer Streamer. Das wäre in allen Compilations drin. Danke, dass das nicht passiert. Oh Gott, hat keiner gehört. So, wir spielen all the way up. Oh Gott, es ist so. So, okay. Also wir spielen natürlich ohne Save States, denn die Level sollten ja spielbar sein ohne Save States. Wir haben eine schöne klassische Lava-Höhle. Und ich konnte nicht abspringen. Das nächste Mal kann ich abspringen. Ich bin noch ein bisschen geflasht von Old Sentry. Mein Gott, ich hab mich echt gefragt, was ist das für ein Wort? Ich kenne Century, das kenne ich, das heißt Jahrhundert, schreibt man aber mit einem U. Ich kenne Cemetery, das ist ein Friedhof, das passt aber auch nicht. Was ist denn Century? Ja, Mensch. Ach so. OLD. C-Entry. So rum gehört das. So, und jetzt geht's hier all the way up. Mein Gott. Es. Ach ja, so. Bisher, Leveldesign technisch, sieht es schon mal sehr schön aus, ne? Muss man sagen. Also ist. Oh Gott, was wird das für ein Video? Oh, ich. Einfach mal in die Lava rutschen. Kann man mal machen. Nein, bisher gefällt mir das sehr schön. Es ist sehr, sehr gut. Bisher gefällt mir das sehr gut. Es gibt im ersten Abschnitt 3 Yoshi-Coins und im zweiten Abschnitt 2 und es gibt im zweiten Abschnitt einen 3-Up-Mond. Habe ich in einer Infotext-Datei gelesen. Buch. Entsprechend werden wir versuchen, das Zeug zu bekommen. Allerdings wird ja am Midway-Point nicht gespeichert. Das heißt, ich werde vielleicht nicht versuchen, alle 5 Yoshi-Coins auf einen Schlag zu bekommen, sondern halt zeigen, wo sie sind. Na, bisher haben wir jetzt 2 Yoshi-Coins und die waren nicht zu übersehen.
So. Aber an sich, ne? Designtechnisch ist es. So, ne? Ist es ein schönes. Schönes Level-Design. Fände es jetzt halt wieder. Oh, okay, hi. Wo kommst du denn her? Kannst du? Kannst du dich verziehen? Oh Gott. Ja, verzieh dich. So ist gut. So ist schön. Prima. Ich weiß nicht, wo der herkam, aber er war einfach da. So, jetzt ist meine Shell. Ich sehe die Yoshi-Coin, aber ich weiß nicht, ob ich da einfach. Okay. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das jetzt ein Grafikbug ist, dass der vierte nicht angezeigt wird. Ich würde es gerade fast gern mal mit einem Safe State testen wollen, ob da jetzt eine Lücke ist oder ob es nur ein Anzeigefehler ist. Okay. Oh, hätte ich eigentlich jetzt auch nicht laden müssen, ne? Sind wir mal. Ach, ich brauche den Typ. Krieg ich einen Pin? Ja, danke. Sehr gut. Ich brauche den Typ. Ah, jetzt ist er auch wieder da. Okay. Es gibt natürlich Abzug in der B-Not. Nein, mir ist das völlig wurscht. Aber ich weiß nicht, wie es die Juroren sehen. Aber es passiert halt, ne? Das sind Sprite Limitations. Und da ist der Midway Point und wir haben die ersten drei Yoshi Coins. Das heißt, wir haben alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Okay, wir kommen aus der Höhle raus in einen Brückenabschnitt und da ist jetzt wieder all the way up. Ja, ups. Ja, das ist jetzt wirklich. Ist ein vertikales Level, ne? Ja, ist ein vertikales Level. Hat sich Robchu schon gefreut im letzten Video? Endlich mal vertikale Level? Da hast du gleich noch eins. Sehr schön. Wollt eigentlich da hochspringen? Aber Mario wollte nicht. Mario wollte einfach nicht. Ihr müsst mir glauben. Das ist nicht meine Schuld. Mario wollte nicht. So. Believe me. Okay. Wir gehen all the way up. Nee, gefällt mir gut. Das ich könnte jetzt wirklich nicht vergleichen. So, das Level von Zariel war toll, aber ich sehe hier jetzt halt auch nicht wirklich irgendwas, was ich kritisieren könnte. Das Einzige war so eine konstruierte Kritik mit dem... Hier, weißt du schon, ne? Ah, ich wollte duplizieren. Lass mich duplizieren. Wenn ich sowas schon sehe, will ich duplizieren. Okay, dann duplizieren wir nicht. Mit dem... dem Skelettfloß. So, das war das... oh Gott. Das war das Einzige, was ich... so spaßeshalber kritisiert habe. Ah, okay. Ja, okay, also er hat ein, so ein paar Grafikproblemchen sind drin. Ich weiß halt nicht, ob sich das großartig auswirkt, weil das passiert halt nun mal im Originalzustand. Wenn man keine Patches einbauen darf und so Kram. Dann passiert das halt. Ich weiß nicht, ob das Abzüge gibt oder nicht. Keine Ahnung. Aber so an sich, es sind viele Elemente eingebaut. Das spricht ja... Wir kommen jetzt hier wieder raus. Ah. Das spricht ja für die Kreativität, würde ich mal wieder sagen. Also es wird ja bewertet, Kreativität. Und Kreativität. Und da... Oh, da ist die letzte Yoshi-Coin. Damit haben wir alle dann auch gesehen. Und da würde ich schon sagen, dass das Level hier auch durchaus kreativ ist. Also ich meine, ne? Ich wüsste nicht, was ich jetzt... Ich wüsste nicht, wie ich jetzt die beiden Level vergleichen soll. Zariel hat coole Rätselchen eingebaut. Das hier ist halt wirklich pures Jump'n'Run. Ne? Aber ist ja schön. Es trifft seinen Titel. Es ist ein schönes Level. Keine Frage. Absolut keine Frage. Wir haben alles mitgenommen. Wir haben alles gesehen. Ist einfach ein schönes Level. Ich kann sowas nicht bewerten. Ich könnte sowas nicht. Aua. Da habe ich mir erstmal die Hand gestoßen. Ich könnte sowas nicht bewerten. Keine Ahnung, wie man sowas... Also... Auch die Juroren bei SMW, die haben das ja nicht studiert oder so, im Sinne von... Ne? Also, keine Ahnung, ich habe jetzt Mathe studiert, so ich weiß grob, wie man Mathe bewertet. Und jemand, der Deutsch studiert hat, weiß dann auch grob, wie man Deutschaufsätze bewertet. Und das ist dann nicht so subjektiv, wie es wirkt.
Ich habe mich da mal mit einem Deutschlehrer unterhalten, der hat mir da mal gezeigt, was er da für eine. Der hat eine. Zwei DIN A4 Seiten Kriterien hat er sich sozusagen so notiert. Das und das kommt vor, das gibt so, ja, gedachte Punkte praktisch dann auf den Aufsatz, sodass er dann da wirklich so ein bisschen technisch durchgeht und das entsprechend so bewertet. Und dann am Ende sieht es für den Schüler aus, Aufsatz komplett subjektiv bewertet. Aber wenn man das wirklich ordentlich macht, und der hat das ordentlich gemacht, dann hat er da wirklich sehr explizite Vorgaben sich selbst gestellt, was er sehen möchte und so weiter und so fort. Was halt auch reingehört in diese Aufsatzform. Und entsprechend ist er dann da gut vorgegangen bei der Korrektur. Also das sah dann schon auch wieder ordentlich aus. Aber ich möchte trotzdem, ich möchte sowas wie Deutschaufsätze, ich kann sowas nicht korrigieren. Das ist, nee, ist mir zu. Also, ja, ich höre auf zu reden, es wird nur immer schlimmer. Jedenfalls, ich kann das hier nicht. Ich wüsste, ich könnte es jetzt nicht mit Sariel vergleichen. Ich finde keinen Fehler. Ich weiß nicht, es ist auch gut. Es ist auch gut. Es ist, keine Ahnung. Was ist jetzt davon besser? Versucht euch jetzt mal wirklich in die Lage zu versetzen. Ihr müsst das Level von Sariel bewerten und das hier. Und ihr seid Juror in so einem Contest. Ich würde jetzt da sitzen und denken, volle Punktzahl, volle Punktzahl. Vielleicht einen Punkt abziehen für Grafikfehler. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Es war kreativ. Man ist durch drei verschiedene Abschnitte gegangen. Wir hatten die Höhle, wir hatten den Brückenabschnitt und wir hatten jetzt den letzten Abschnitt. So, das ist Kreativität. Viel mehr Kreativität kann man bei OLDC nicht erwarten. I don't know. I don't know. Also, ich wüsste, ich habe keine Ahnung. Ich höre auf zu reden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.